Von der Pause springen wir rein ins Bitburger 0,0 Map Voting. Natürlich müssen Maps gepickt und gebannt werden, damit dann auf drei Maps hoffentlich gespielt werden kann. Und hier gibt es das erste Aufeinandertreffen zwischen Leon und Tom jemals. Ich habe gerade unsere Datenbank gecheckt, Remo, und da ist nichts einfach. Von daher keine große Erfahrung, auf die beide zurückgreifen können. Tom, Banchello Grave, wie schon die ganze letzte Saison, glaube ich, und Tidehunters, Springtime und Autumn Leaves weg für Leon. Damit bleiben wir auf Last Refuge, Northern Isles und vielleicht Concealed Hill. Ich höre dich gerade nicht, Remo! Ah, das war ich selber. Ziemlich Standard-Venus hier, glaube ich. Mit der Ausnahme von Springtime vielleicht ist natürlich noch die neue Map. Meistens versuchen die Humans, die Maps, die Orks meine ich natürlich, die Maps zu verhindern, wo ein früher Shadow Priest gepickt werden kann. Aber hier eine Ausnahme. Tom will auf Last Refuge spielen anstatt Tidehunters. Also vielleicht da will er mit der Fast Exe nicht so umgehen. Es wurde schon angemerkt von Leon, er weiß, Tom, der lamet gerne, der geht gerne Raider, auch mal Wyvern. Und ich denke, das wird ihm hier im Hinterkopf sein. Okay, hier haben wir die beiden zum ersten Mal auf dem großen Screen. Ich glaube, haben wir noch... Hört ihr hier was, Freunde? Eigentlich solltet ihr nichts hören, aber vielleicht hört ihr es schon. Wer weiß es. Leon auf der linken Seite aus Hamburg und Tom natürlich aus Bayern. Beide für die Ducks. Wir haben aber ein kleines Nord-Süd-Gipfelchen hier. Und wir haben Leon schon gehört und was Tom zu diesem Spieltag zu sagen hat, zu seinem Opponent Leon, das sehen wir jetzt. Und dann sehen wir endlich Action und Games. Mein erstes... Yo, servus zusammen. Für mich geht es am ersten Spieltag gegen den Klamet von mir, gegen den Leon. Ja, zu Leon selber, er ist super aktiv und spielt auch echt gutes Warcraft aktuell. Er schlägt teilweise in der Ladder echt gute Gegner, wie Colorful oder auch andere chinesische Orks zum Beispiel. Mein Matchup gegen Human ist jetzt nicht das Beste. Mittlerweile geht es einigermaßen, fühle mich einigermaßen wohl gegen Human, habe auch einen ungefähren Gameplan, aber so in diesen, ja, in diesen 50 Supply Fights fühle ich mich nicht sonderlich confident. Und ja, ich denke, da hat er auf jeden Fall die Nase vorn. Insgesamt würde ich sagen, dass ich eher der Underdog bin in dem Game. Ja, ich würde mal, also wenn ich ein Ergebnis tippen müsste, würde ich sagen 2-1 für Leon. Aber ich hoffe natürlich, dass ich 2-1 gewinnen werde. Aber wobei ich die Chancen jetzt nicht allzu hoch dafür sehe. Jo, macht's gut. Spiel Nummer 1. Hier sind wir. Das Debüt von Leon, dem Profi, gegen Tom. Und da müssen wir gucken, wohin geht die Reise für Thomas Walter. In der letzten Season super stark angefangen, war da lange unter den Top 3. Und dann hat es irgendwann nicht mehr gereicht. Dann ist er irgendwann abgefallen, dann war die Motivation sonst wo. Und wohin die Reise diesmal geht, in der Herbstsaison, das sehen wir vielleicht jetzt schon. Remo? Der Herr Rimmel hat mich verlassen, glaube ich. Okay. Dann. Nee, ich bin hier. Ich war mir nicht sicher, ob du schon ins Game reingehen willst, denn die beiden waren ein wenig übereifrig und haben schon den Startknopf gedrückt. Ja, ich habe denen gesagt, hier, wenn ihr könnt gerne reingehen, Freunde. Wenn ihr schon Bock habt, dann auf geht's. Und damit sind wir auch im Game. Human gegen Ork, Remo. Wie sieht's denn da mittlerweile aus? Wer hat die Nase vorne? Natürlich sind beide Seiten überzeugt, dass sie da weit hinten liegen. So läuft das ja in Warcraft 3, ne? Ist ja klar. Aber vor allem, wenn wir Richtung Pro-Bereich schauen, sieht so aus, als ob die Farseer da mittlerweile ein bisschen besser kontrolliert werden können. Mit gut detaillierten Human-Builds. Aber immer noch da vielleicht die Orks ein bisschen die Nase vorne haben. Headhunter sind immer noch sehr starke Einheiten. Und die Humans können da noch ein bisschen Probleme mit haben. Probleme haben sie manchmal auch mit einem Wolf Harass, der ist immer noch sehr angesagt. Sehen wir hier zu Beginn Leon mit einem 3-Farm-Tech ohne Tower. Also muss er hier ein bisschen rummicron. Oh! Guck mal, der Fass hier! Wird direkt gefangen genommen in der Main und da blockt er den und hat den Surround dicht mit einem Water Elemental. Direkt mal ein Ausrufezeichen von Leon. Schön gemacht. Es hat genau 2 Minuten 50 Sekunden gedauert, bis Leon das erste Mal in einem Highlight Reel auftauchen wird. Richtig starker Start. So kann doch eine Meisterschaft losgehen, wenn man frisch aus der Rehle kommt.
Die Wölfe immer noch in der Main sind hier natürlich sehr nervig. Auf Last Refuge besonders ist es sehr schwierig, schnell Level 2 zu erreichen. Wissen wir alle, das erste grüne Camp einfach zu nehmen. Beim zweiten sieht es schon anders aus. Wenn man den Shadow Priest kriegt, ist es wesentlich einfacher als Human. Aber das wurde von Tom Trin verhindert mit dem Peon Scout. Wir sehen die Blacksmith. Es wird zu Rifles kommen. Und Leon, der sitzt hier überhaupt nicht auf den Arcane Tower. Also somit kann Tom da weiter und weiter nerven und einfach die Wölfe reinschicken. So sieht's aus, aber wie viel bringt das am Ende, wird die Frage sein. Leon, jetzt schon ein bisschen Holzprobleme, aber mit ein paar Upgrades und vielleicht einer Lumbermill kann man das doch ganz gut auffangen. Tom muss jetzt natürlich aufpassen, wenn er nochmal surrounded wird, dann ist das Game wahrscheinlich schon durch. Aber schöner Scout hier von Leon, findet da den Gegner am Creepen und hätte er den drei kleinen Troll gekriegt, das wäre Level 2 gewesen. Und das ist wichtig, das Level 2 auf dem Fast hier. Vor allem im Early Game, das Chain Lightning, um die Last Hits da zu stibitzen, sehr, sehr hilfreich. Wölfe wieder in der Main, wieder am Harassen, aber haben wohl nicht mehr so viel Duration. Archmage rennt dem Grunt hinterher. Das wäre ein wichtiger Kill. Das wäre auch Level 2 für ihn. Da ist gar nicht mehr so viel. 112 HP noch. Kann er sich... Ja, wäre natürlich jetzt ein Ding, ne? Könnte man den Grunt einfach in Burrow packen. Wie schön es wäre. Aber da muss er deep diven, wenn er den Kill will. Vorsicht ist aber die Mutter der Porzellankiste. Ich frage mich, ob es wert gewesen wäre, da reinzurennen und vielleicht zippen zu müssen. Es wäre Level 2. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber nee. Archmage bleibt noch vor der Türe stehen. Wölfe immer noch in der Main. Und langsam muss ich mich fragen, wäre es nicht besser gewesen, hier einen Arcane reinzusetzen? Ah, wow, weia, Chain Lightning, ein Kill, zwei Kills. Und Tom macht hier ganz gut Trouble. Die Early Game Harasses, immer schon ein bisschen seine Stärke gewesen. Und jetzt hat er den Level-Vorteil. Das Chain Lightning hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hutchmage immer noch nicht Level 2, er ist so kurz davor. Ein weiterer Wolf würde reichen, aber ja. Hat er nicht, damit keine Brilliant Aura, kein weiteres Water Elemental und Tom, guck mal, in der Base. Ein klassisches Tom-Spiel mit Double B-Siri, aber einem TC statt einem Shadowhunter. Okay, könnte Wyvern bedeuten, könnte Raider bedeuten. Haben wir auch von ihm gesehen in der Vergangenheit gegen Nachtelf. Oftmals, vor allem mit dem Shadowhunter, kann sehr stark sein, mit Speed Scrolls, mit Hex direkt die Anti-Air rausnehmen und dann sind die Wyvern super stark. Und wir sehen die erste Wyvern direkt. Und keine Lumbermill dagegen. Das hat Tom natürlich gesehen mit den Wölfen. Und auch kein Arcane in der Mainbase. Ich glaube, diese Strategie könnte super funktionieren. Ich habe mir gerade gedacht, ja, was will der jetzt groß damit machen? Creepen natürlich ein bisschen. Aber die Rifles und die Water Elementals sind natürlich auf dem Papier super stark gegen die Wyvern. Aber wenn die Wyvern da sind, wo die Rifles und die Water Elementals nicht sind, dann nehmen die ganz gerne mal so eine Human Economy auseinander. Fassier wird gestormbolted und surrounded. Wow, die Surrounds von Leon, sie sitzen aber auch. Versucht sich da nochmal rauszufighten. Oh, nächster Stormbolt fliegt allerdings. Der Fassier kommt da nicht mehr weg. Aber denied. Die Wölfe haben ihn denied. Schön gemacht. Das Ding nochmal ein bisschen ja, aus der Tiefe geholt. Aber trotzdem, Fassier stirbt. Wird eine Weile tot sein. TC hat schon angefangen zu creepen. Fast Level 2. Und heutzutage sehen wir sehr viele Expansions vom Ork. Frag mich, ob das Tom hier auch findet. Auf beiden Seiten auch. Aber wenn man Rifle spielt, eher nicht. Dann liegt es eher am Ork, wie du schon gesagt hast, da irgendwie Zeit rauszuschinden. Aber wenn man Double Wyvern geht, hat man da die Ressourcen für? Wahrscheinlich eher nicht. Könnte schwierig sein. Das stimmt. Zwei Wyvern haben wir jetzt schon. Oh, und da wurde das Borrow vergessen. Das passiert in unseren Orks ganz schön viel hier am ersten Spieltag, diese Borrows zu vergessen. Ah ja, Scars gestern, Francis hat das auch einmal gemacht, aber... Oh, okay. Kommt eine Lumbermill, da kann er vielleicht das ein oder andere Upgrade pumpen. Ist aber schon ganz viel Zeit für Leon, sich hier hoch zu creepen, die er dringend braucht. Große Mana-Potion. Wenn man so ein Item findet, eigentlich immer ein guter Indikator, dann auf Clap zu gehen. Aber wenn der Gegner Wyvern hat, braucht man dann überhaupt Clap? Oder ist Bash die bessere Wahl? Leon weiß es auch noch nicht so ganz genau. Der zweite Skillpunkt, da ist er noch nicht für entschieden, wohin das geht. Oh, die Sorceress wird gefunden, aber nicht direkt gesniped. Und da wurde das Slow direkt mal draufgeklatscht auf die Wyvern. Und das ist sehr stark. Die größte Stärke von Wyvern eigentlich deren Mobilität. Und wenn da geslowt wird, sind die plötzlich viel, viel schwächer und geben auch jede Menge Erfahrung. Man nennt sie ja auch die fliegenden Tomes of Experience. Tomes of Erfahrung, habe ich fast schon gesagt.
Jetzt haben wir nur noch eine Wyvern über. Wird schwierig, hier Peasants zu snipen, vor allem da jetzt auch gleich zwei Tower in der Mensch. Ja, Tower ist schon auf 50%. Das ist gut. Da freue ich mich mittlerweile, Remo Demo. Die Tomes of Experience, die sind schon so lange weg. Müssen wir da Leuten noch erklären, was das mal war in grauer Vorzeit? Ich glaube, manche Leute wissen das echt nicht. Es ist immer wieder cool, wenn man im Discord so Nachrichten erhält von Leuten, die sagen, hey, mir gefällt euer Channel voll, hab dadurch Warcraft 3 voll schätzen gelernt. Ich kenne das Spiel erst seit 2 Jahren. Dann denkt man sich so, oh mein Gott, du bist erst seit 2 Jahren mit dabei. Wir kennen das Spiel schon seit Jahrzehnten. Und damals, da gab es noch ganz verrückte Sachen wie Tomes of Experience. Ja, in der Tat, das kennen manche Leute. Ja, da lag was auf dem Boden, das hat 150 Erfahrungen gebracht. Das, wenn das jetzt so ein... 150 Erfahrungen. Wenn das so ein Mapmaker jetzt als Idee ranbringen würde, oder du vielleicht in deinen Patchnotes, dann kommen wieder die Leute mit den ganz engen Jacken. 150 Erfahrungen, ey, das war echt verrückt. Und auf manchen Maps gab es mehrere Camps davon nebeneinander, das war was ganz Lustiges. Und die deutsche Legende Mio hatte ungefähr eine 85%ige Drop-Chance davon. Ja, so, der hatte da nicht nur einen Folianten, der hatte da eine ganze Bibliothek von. Das ist Fakt. Die Wyvern, Remo, haben die sich ausgezahlt? Also, so richtig nicht, ne? Also, haben 3 Tower geforst, haben so den ein oder anderen Worker gekriegt. Aber dass die jetzt großartig das Spiel entschieden hätten oder da Tom in eine hervorragende Position gebracht haben, sehe ich jetzt noch nicht. Nee. Und Leon investiert hier einiges in Sicherheit zu Hause. Das war ziemlich teuer mit den Towern. Aber das ist nicht nur gut gegen Wyvern, das ist auch sehr gut gegen Hit and Run. Und weißt du was? Und das weiß natürlich Leon. Tom, der liebt Hit and Run. Der liebt es zu lame. Der liebt da ein bisschen Schaden zu machen, über die Zeit hinweg den Gegner zu nerven. Deswegen sind die Tower eine super Investition. Puh, dieser Push ist auch ziemlich stark, aber Reinforced Defenses wird gerade so fertig. Dementsprechend sollte es den Burrows ganz gut gehen. Im Gegensatz zu den Peasants, die mal wieder gestorben sind. Der Peasant Farming Simulator, er ist auf Hochtouren, auf mehreren Maschinen am Gange. Leon, jetzt mit dem Workshop als zusätzlichen Konter gegen Wyvern gibt es dann gleich Gyrocopter. Ist aber auch kein Shop am Start, keine Clarities, wenn ich das richtig sehe. Und keiner spielt Expansions. Ist schon ein sehr ungewöhnliches Human gegen Ork, was wir hier sehen, aber ein durchaus entertainendes. Ja, noch sehr, sehr ausgeglichen. Die Win Condition hier von Tom ist auf jeden Fall die Expansion. Seine Armee ist nicht sehr gut. Er braucht die bessere Economy. Also muss hier eine zweite Base aufsetzen. Weil wir im Deutschcast sind, bin ich auch geneigt, Gyros zu sagen. Und es erinnert mich an die leckere griechische Küche und den traurigen Fall, dass ich schon lange keinen Gyros mehr gegessen habe. Wir haben hier einen super Griechen um die Ecke, Jan. Das musst du mal vorbeikommen. Dann mach mal eine schöne Siesta. Ja, oder McDonald's führt den McGyros ein. Da habe ich auch nichts gegen. Der McGyros, das wäre doch mal was Geiles. Guck mal, 3 Tower werden gefunden. Das ist sehr wichtig hier für Leon. Er muss immer verhindern, dass hier die Tower hochkommen. Idealerweise will er in der Lage sein, in der Mainbase zu verteidigen, ohne seine ganze Armee da zu haben. Also im besten Fall nur mit Towern und Gyros. Aber er hat noch keine, wie heißt das nochmal, Flag Cannons. Das tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Masonry Upgrade, das zweite, aber wieder so viele Pestens gefallen. Wie viel hat er überhaupt noch? Das können nicht so viele sein. 6 oder so? Ja, also die Wirtschaft, wie im echten Leben, sieht für den Human gerade nicht so gut aus. Ja, einmal mehr, die arme Arbeiterschaft, ne? Die Humans heutzutage, so. Aber echt jedes Spiel wird da gelitten unter den Peasants. Und somit hat Tom wieder sehr kosteneffizient getradet. Wird sich ein neues TP holen und wird das immer wieder wiederholen. Ich frage mich, ob es wert sein könnte, einfach 2 Rifles daheim zu lassen und vielleicht auch einen Tally-Staff sich zu besorgen, damit er nicht jedes Mal TP'd werden muss von Leon, um nach Hause zu kommen. Halt ein tolles Item gefunden. Legion, Doomhorn hilft enorm. Das ist immer das größte Problem eigentlich von den Humans, dass der Move-Speed so ein bisschen fehlt. Auch der Mana-Stone, ne, und die Mana-Potion. Also wenn es mal zum Fight kommen sollte, hat Leon perfekte Consumables. Aber das lässt Tom einfach nicht zu. Jeder Fight wird konstant gedodged und taktisch gesehen finde ich das richtig gut. Das ist natürlich jetzt nicht das stilischste, schönste Warcraft. Das wird jetzt vielleicht so ein Lin nicht unbedingt spielen. Aber dass er dem Sieg damit näher kommt, das sehe ich schon. Und das ist am Ende alles, was zählt. 2 oder 3 Punkte plus 75 Euro für jedes gewonnene Best of 3. Kann ich Tom schon verstehen. Leon weiterhin macht's richtig. Es ist sehr wichtig, die Exe zu verhindern. Sobald die Exe steht, ist richtig Desaster angesagt.
Aber jetzt geht er aggressiv rüber auf die andere Seite der Map. Hat kein TP. Leon hat kein TP. Peons werden jetzt allerdings alle erwischt. Die werden rausgenommen. Tom ja, weiß, der Gegner hat kein TP. Rennt er hier rein mit seiner gesamten Armee, ist die Frage. Könnte natürlich relativ fix zum Shop gehen. Leon hat das Gold, aber ist auch weit davon weg. Vielleicht haben wir auch einfach einen Base Race. Wir haben 3 Tower in der Base plus 2 Gyros. Wie viel Schaden macht Leon? Da haben wir auch einen Tower. Aber jetzt geht er zum Shop. Okay, das wird richtig teuer. Gerade auch, weil wir eine schöne Shockwave haben. Die Gyros sind weg. Die Tower sind weg. Und es wird einfach weiter gelitten. Diese arme, arme Base. Das war super teuer. Die ganzen Persons, die draufgegangen sind. Und auch die Tower, die eben nachgebaut werden müssen. Großer Fehler von Leon, muss man sagen. Er hat das Spiel großteils gut gespielt, aber hier ohne TP rauszurennen, das hat ihm deutlich gekostet. Und wieder kosteneffizient getradet von Tom. Aber Tom hat zwar immer gut getradet, aber noch keine Win Condition. Er braucht immer noch die Exit. Daran hat sich nichts geändert. Ja, so ist es. Vielleicht auch 2, 3, 4 Tower. Damit man den Push halten kann, weil Leons Armee ist ja gar nicht so schlecht. Level 4 Sobi-Maske, Alter, diese Items sind ja wirklich, als hätte er gestern Nacht davon geträumt und jetzt wird's alles Wirklichkeit. Aber Tom spielt so ein bisschen. Ich glaube, Leon könnte schon fast ein paar von den Items verkaufen. Also er ist so stark, ja. Er braucht diese Items gar nicht, um zu gewinnen. Aber natürlich, momentan ist es ja auch nur ein Investment quasi, das er bei sich trägt. Er muss die ja noch nicht verkaufen, aber für ein Rainy Day, vielleicht wird das da benötigt werden. Jetzt geht's hoch zum Red Camp. Tom will woanders expandieren. Und das wird schon ein bisschen schwieriger zu scouten sein für Leon. Er hatte noch ein paar Gyros, damit ist Scouten ja eigentlich immer easy. Okay, eins hat er noch. Sollte er vielleicht durch die Gegend schicken, in bester FFA-Manier. Einmal kreuz und quer ein Netz aus Rallye-Punkten über die Map schicken. Aber macht er bisher noch nicht. Red Spot für Tom dauert ein bisschen, damit aber auch langsam gefährlich nah an Level 5 TC. Cut Gas Pipe, jawohl. Eigentlich immer besser, wenn man noch ein paar Units hat, die auch Mana haben, aber der TC alleine profitiert da schon genug von. Und Leon hat jetzt unten rechts gescoutet, dass da nichts Neues kommt, auch keine Bewegung, keine Tower, keine Peons. Da riecht er doch. Irgendwas ist hier im Argen. Ja. Super Movement von Leon, wie du schon ansprichst. Der Gyro hat sehr geholfen beim Creeping, oder beim Scouten besser gesagt. Und da wird Leon vermuten, dass da was aus dem Highground ist. Er hat's gesehen mit der Flying Machine. Die Tower kann er canceln oder abreißen. Aber die Wyverns sind schon wieder unterwegs in die Main Base. Und da muss er gleich wieder zurück TPen wahrscheinlich. Oh, war ja. Okay, Tower hat er diesmal ein TP. Jawohl. Die Lektion hat er definitiv gelernt. Aber da sind sie wieder. Die nervigen Wyvern. Braucht man so eine elektrische Fliegenklatsche für die Jungs. Ja, Tom macht das gut. Mit den, mit den Flying Machines hier umzugehen. Hat auch ein paar Bats zwischenzeitlich mit dabei gehabt. In der Vergangenheit haben wir ein paar Humans versuchen sehen, die Dragonhawks dagegen zu spielen. Hm. Aber das sah irgendwie nie so gut aus, ne? Die Gyros dann doch. Meistens sehen sie ein bisschen kompetenter aus. Aber beides ja, eigentlich nicht gut. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und da kriegt man natürlich auch keine Erfahrung für. Der Gegner eben wohl, wenn die Bats explodieren. Ist schwierig, damit umzugehen. Aber ja, muss auch schön runtergespielt werden von den Orks. Beide noch im Upkeep. Nicht im Upkeep. Und weiterhin müssen Town Portals gekauft werden. Hat gar nicht das Gold dafür. Und Tom versucht es jetzt mit Towern überall. Bisschen Nachtelf-Style. Aber das darf man vielleicht auch den Orks nicht so laut sagen, ne? Ja, Tom packt hier auf jeden Fall gnadenlos die Lame-Keule aus. Noch nicht einen einzigen Fight genommen, dieses ganze Spiel. Aber ich würde sagen, jetzt sieht das Game echt gut aus für ihn. Er hat zumindest mal eine Position, wo eine Exe auf jeden Fall bald stehen sollte. Was ich von Leon gern sehen würde, ist mehr Water Elementals spammen in die Base. Er braucht sie eigentlich nicht zum Fighten. Vielleicht einen Shop hätte er sich irgendwann leisten können für Clarities, aber das ist auch schwierig. Denn er braucht die Water Elementals nicht unbedingt bei der Armee mit dabei. Bad Rider wird nochmal gefunden, aber einmal mehr geht's in die Mainbase. Immer wenn Tom irgendwo angegriffen wird, dann geht er selbst zum Angriff auch über. Invis Rifles wurden zurückgelassen. Oh, schau mal da an! Haben direkt einen Wyvern rausgenommen. Aber der Farseer und der TC wollen da auch was gegen. Ja, und die Wölfe haben weiter Hunger und anscheinend schmecken Riflemen ziemlich gut. Zwei gleich tot. Oh, die Shockwave. Oh, das ist nicht gut. Das sind 3 Rifles down und wieder auch 3, 4 Worker.
Wie viel Goldunterschied ist es mittlerweile? 2800? Das sind 1000 Goldunterschied, Remo! Ja. Das stimmt allerdings. Die Flying Machines haben unten die Echse gesehen. Da muss Leon jetzt hin. Ich glaube, es wird Zeit, hier diese Mana Potion zu verkaufen. Sache ist, Leon gewinnt immer noch jeden Fight. Ja. Seine Helden sind stark, die Rifles sind stark. Kurz Tom vor Level hat vielleicht 5? Die bessere Position strategisch, aber noch keine stärkere Armee. Mountain King nicht Teil von diesem Push. Aber drei Tower ab. Er könnte vielleicht Mortars gehen, aber die werden natürlich auch schnell gesniped von den Wyvern. Leon schon in der Zwickmühle. Kein TP. Muss sich entscheiden. Wird gepusht oder wird zu Hause verteidigt? Oh, der MK hat den Hammer ready. Das könnten zwei weitere Kills sein. Eine Wyvern rausgenommen. Der Stun, der hält ganz schön lange an. Das ist ein weiterer Kill. Also yep. Tom verliert hier auch einiges. Ja, yep. Und Wyvern sind teuer und Wyvern geben viel Erfahrung. Das wäre dann Level 5 Archmage. Ohoho, das Chain Lightning. Jetzt haben wir Level 5. Entscheidet er sich für die Water Elementals? Ja, tut er. Wir haben das TP von Tom. Diesmal wurde nicht so viel Schaden gemacht, außer gegen die Worker. Und die Shockwave ist natürlich prädestiniert für genau solche Hidden Runs. Und damit ist die Echse ab. Also, sehr schmerzhaftes Spiel. Sehr schmerzhaftes Spiel für Leon. Versucht jetzt hier die Kiste, die Mainbase zuzumachen mit der Farmwall, aber das ist Level 3 Shockwave. Die bricht da mal ganz easy durch. Hätte er jetzt ein paar Rifles dabei? Es könnte noch mal eng werden. Warte, es wird noch mal eng, oder? Die Water Elementals, der kriegt hier vielleicht die Kerze. Oh, es ist so knapp. Die machen so viel Damage. Die machen so viel Damage. No way, Leon. Was ein Timing. Saved auch nochmal den Rifle. Und Tom, der kann ja nicht fighten. Tom, also, deine Helden sind zwar high level, aber das ist nicht genug. Der Farseer wird nochmal gesaved durch die Invo Potion. Er hat aber gleich kein Gold mehr. 20 Minuten Marke. Leon mit 28 Supply in der Position, wo der Gegner nicht gegen ihn fighten kann. Wahnsinn. Und die Level 3 Elementals jetzt super stark, halten sehr viel Geschoss von dem Tower aus und machen auch gut Schaden. Der Wolf. MK, gleich Level 5. Ja, der Wolf ist genug. Und guck mal seine Mana-Region an. Mit dem Stein, mit der Sobi-Maske und der Aura. Absurd. Wyvern sind wieder unterwegs, wollen wieder ein bisschen harassen in der Mainbase und könnten da wieder einige Peasants rausnehmen. Wir haben nicht mehr viel Anti-Air, nicht mehr viele Gyros. Archmage! In Riesenprobleme! Jetzt Chainlightning springt nach rechts statt nach links! Lucky Break! Da ist er! Aber der hat auf den Farseer gewartet, kurz vielleicht das Multitasking vernachlässigt, weil Chaos auf Last Refuge. Oh mein Gott. Also das wird ein Spiel schon wieder. Wei. Aber die Wyvern. Wo ist die Antwort gegen die Wyvern? Archmage muss das Water Elemental reinbeschwören in die Base. MK mit dem Stormbolt natürlich auch effektiv. Weißt du was? Ich glaube, das Spiel könnte durch Mass Teleport gewonnen werden, wenn er da noch hinkommt. Aber Archmage hat eine Invo-Potion braucht. Jetzt! Fast gedodged, aber noch mal gecancelt. Riesen-Moves und jetzt geht's auf den Farseer. Der hat ein TP. Wenn dann Bash kommt, ist er tot. Bash, imagine! Zwei, der ist schnell genug! Eins. Oh aber mein Gott. Rennt nicht hinterher! Will den TC. Der hat kein TP. Dieser der hat keine MP Potion. Ist einfach so stark. Der mit dem Block. Bash! Right-Clicks! Stormbolt! Oh mein Gott, da kriegt er den Kill. Was ist denn dieses Spiel? Ja, ist das dein Ernst? ich liebe Warcraft so doll manchmal. 900 Gold noch in der Mine. Kein Einkommen mehr für Tom. Oh die mein Echse. Gott. Er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein. Hat er sich zugebaut jetzt? Oh no! Er hat sich zugebaut. Er muss da ein Water Elemental reinbeschwören. Archmage hinter die Wall. Man kann ja das Water Elemental summonen. Aber okay, macht er nicht. Ey. Was ist das schon wieder für eine erste Map, Alter? Dass dieses Spiel nach 20 Jahren. Zwei Goldmünzen. Zwei Gold. Yo. Dass dieses Spiel nach 20 Jahren so viel Freude bereiten kann, das ist einfach ganz, ganz besonders. Alter. Wenn Leon dieses Spiel gewinnt, er wird sich wie der König der Welt fühlen. Ja, ja. Der hat sich eh schon so gefreut. Hat ungefähr 50 Peasants verloren. Aber ist ihm ganz egal. Nächster Tower weg. Aber er hat nicht mehr so viel Healing. Muss aufpassen, dass er nicht Chain Lightning Shockwave durchbrettert. Invis-Wölfe können einfach mal auftauchen. Keine Gyros hier dafür. Deswegen sind die Priests hier so wichtig. Die müssen versuchen, die Helden hochzuheilen.
Wölfe, Invis können hier auf jeden Fall ein bisschen Schabernack betreiben, aber Stormbolt, der tut auch weh. Ja, und da kann er Spam. Archmage! Oh no! Not like this! Oh mein Gott! Not like this! Archmage auch weg! 600 Gold noch, den kann er wiederbeleben. Irgendwie. Irgendwann. Ich will den Fast ja, ne? Den will er einfach holen, aber die Wölfe sind zu stark. Wenn die kritten! Alter. Unglaubliche Szenen. Dein Ernst? Die Echse ist halb durch. Gott, die Wölfe sind so stark. Wo sind die Gyros? Die Gyros revealen gegen die Wölfe. Das ist ja eine Sache, die Leon hier vergessen hat. Und Dispel hat er auch nicht auf den Priests. Jetzt hat er's. Oh, fei, oh, wei, oh, wei. Okay, Leon auch kein Income mehr jetzt. Oh mein Gott, ey. TC ist wieder da. Und diesmal steht die Echse. Dass der Ärmchen hier auch so aggressiv unterwegs ist. Mann, oh Mann. Will der sich irgendwie zum Avatar sneaken? Das sind drei Units, die fallen doch jetzt alle. Oh, Shockwave und Chain Lightning und der Wolf. Und Leon hat nichts mehr, oder? Nächste Shockwave, kommt gleich. Er kann es nicht dodgen. Wie soll er es dodgen? Mit der Range! Ah. No way! Das Movement Speed von der Unholy Aura. Der nächste Wolf, aber das muss doch... Reicht das? Der ist gleich weg, der Wolf. Der ist weg, der Wolf. Aber okay, der Alter, der kommt nicht wieder. Wir haben einen Priest. Oh. Jetzt der zweite noch raus, aber kein Archmage mehr. Kein Archmage mehr ist ein Problem. 15 Supply gegen 20. Er hat noch jede Menge Stormbolts, aber... Wir haben auch Chain Lightning gleich. Wir haben auch Chain Lightning gleich, da fehlt nicht mehr viel Mana. Oder nicht. Aber wie kommt ihr da raus? Das kann doch nicht schon wieder klappen. Alter. Oh mein Alter. Gott. Absurd. Einfach absurd. Aber was macht er jetzt? Zeppelin? Shockwave wieder gedodged. Oh. Er will den Fast. Nochmal mit dem Stormbolt. Noch ein Stormbolt und der Fast hier ist hin. Alter, wie wichtig ist diese Unholy Aura? Oh. Chain Lightning aus dem Nichts. GG. Well played. Oh, und wow. Tom holt sich den Sieg. Unfassbar. Unfassbare Szenen. Das war mal ein sickes Game, ey. Wow. Super hin und her, super Geplänkel. Tolles Spiel. Tom, gelamed wie eine Ratte, aber solange es am Ende hilft, solange es am Ende reicht zum Sieg, dann ist es doch alles die richtige Entscheidung gewesen. So viele enge Momente dabei. Ich glaube, Leon hätte es teilweise gewinnen können. Vor allem der eine Moment, wo er zu spät heimtippet, als er deinen Gegner angreift ohne TP und dann die drei Tower verloren hat. Von da an ging es bergab. Wenn die drei Tower in der Main stehen bleiben, dann kann er das Spiel gewinnen, indem er immer die Echse verhindert, eins nach dem anderen Mal. Aber ist auch super schwierig, perfekt dagegen zu spielen. Das, oh Mann, wenn das jetzt so weitergeht, ne, ist es einer der stressvollsten Debüts, die wir jemals in der Meisterschaft hatten. Kann Leon zurückschlagen oder holt Tom hier das 2-0 und startet wieder wie die Feuerwehr in die Meisterschaftssaison? Genau wie letzte Saison. Wir geben den Jungs ein ganz kleines Break und dann sind wir wieder da. Meisterschaft, Spieltag 1. Es geht heiß her in der Herbstsaison. Direkt rein ins Game. Guck dir mal den Tom an. Der hat ein Grinsen auf dem Gesicht. Der weiß genau, das war ein Spiel nach seinem Geschmack. Genauso war sein Gameplan. So hat er sich das vorgestellt. Und Leon konnte kaum was dagegen machen. Hat der Profi jetzt die Antwort? Oder gibt's ein schnelles 2... Oh, was heißt ein schnelles 2-0? Hier, das war alles andere als schnell. Oder gibt's ein 2-0 für Tom? Unsere nächste Map ist Northern Isles.
Und da sind wir im Spiel, Herr Rimmel. Unten links der Thomas Walter, der Tom mit der 1-0-Führung. Oben rechts aus dem Norden, aus dem kalten Norden, der Leon. Mit einem Footy-Scout an der Goldmine. Moment einmal, müssen wir etwa einen Long-Distance-Call nach Kanada machen? Kommt's ja zur Fast Access, sieht ganz stark danach aus. Tom hat den perfekten Konterbild dagegen. Fast hier mit Grunt Opening und Headhunter hinterher. Oh, weia. Und rennt direkt rüber, ne? Der weiß genau, was Sache ist. Richtig gut vor... Oh, oder auch nicht. Oh, hat fast den... Hat nochmal kurz den Spot ausgecheckt. Und jetzt muss Leon auf dem ist Leon auf dem Prüfstand. Wie er das überleben wird, der braucht den Lasted dringend. Richtig. Das war so wichtig. Kriegt er das Item. Parry Up ist nicht das Allergeilste, aber naja, er nimmt's mit. Will auch das Level 2. Braucht ja auch das Level 2. Grunt direkt auf den Archmage geschickt. Somit kriegt er weiterhin Schaden. Fassi kriegt auch ein bisschen Erfahrung. Nächster Last Hit. Oh, und der geht an Tom. Und das verhindert das Level 2. Oh, weia. Und er hat fast selbst Level 2. Oh, nein, nein. Nicht den auch noch. Okay, den Archmage kriegt er. Wei, oh, wei, oh, wei. Hier ist wieder was los. Will er jetzt die Fast-Echse durchdrücken? Oder ist das nur Ablenkung? Weil das ist ein Rezept für ein Desaster. Oh mein Gott, der Header, das ist auch mittlerweile mit dabei. Haut mehr Schaden drauf, den Peasants. Geht's mal wieder an den Kragen. Alter, diese armen Peasants. Jeden Tag, jedes Spiel. Ja, das ist der Hard-Counter gegen diese Fast-Expansion. Wenn der Ork creepen geht, dann läuft diese Expansion und ist das, was einem den Sieg bringt. Aber wenn der Gegner einen kennt und ein Clanmate ist und vielleicht oft gegen einen trainiert hat oder den 700 Mal in der Ladder gefunden hat, dann weiß er, was er macht und dann wird hier gepunished. Auf der einen Map während der Meisterschaft, ich glaube es war Autumn Leaves vielleicht, während der Rehle meine ich, da hat Hank auch gewusst, dass die Echse kommt, ne? Der hat sich ja die Replays angeschaut, der hat sich gemerkt, was Leon da oftmals spielt auf der Map, hat direkt hart gecountert gegen die Fast-Echse. Und so sieht das dann aus mit dem Bild. Es ist super schwierig für den Human, aber naja, er hat Level 2, er hat Watch Elementals. Die Echse kommt langsam, aber sicher. Vielleicht ist das Spiel noch nicht verloren. Level 2, Headhunter wird gesaved around! Wie kommt das denn? Wow. Was? Wie ist das passiert? Tom hat's, glaube ich, selbst gar nicht so schnell gerafft. Tom lässt die Einheiten hier. What? Das könnte gefährlich sein, aber okay, nimmt nochmal einen weiteren Peasant raus. Vielleicht einen zweiten hinterher. Und die Headhunter kommen nochmal weg. Farsia hat noch keinen Shop gebaut. Oh, großer Fehler von Tom. Hat den Shop vergessen. Greedy. War zu busy, Schaden zu machen, aber sein Tier 2 ist auch fast durch. Kann man mal überlegen, ob man hier einen Panda spielt? Ja, denke auch, Panda könnte ja die perfekte Wahl sein. Wölfe nochmal beschworen, bisschen mehr Mana auf dem Fass hier. Echse jetzt endlich fertig. Mit Arcane auch beschützt, das ist gar nicht so schlecht. Was schlecht ist, ist der Lumber-Count. Was richtig gut ist, ist ein Defend bei einer Fast-Expo bei 5 Minuten. Was wir von vielen Orks sehen heutzutage gegen diese Fast-Echse ist auf Tier 2 Doppel-Bestiary und dann Mass-Raider. Und einen Footy nach dem anderen rausnehmen und vielleicht auch mit Pillage arbeiten und vielleicht sogar die Exe snipen dann irgendwann. Wir sehen das aber Beast hier von Tom. Und ich glaube, in diesem Spiel wären Wyvern nicht unbedingt die beste Wahl, denn es ist schwer davon auszugehen, dass wir hier bald jede Menge Tower sehen. Jo, genau. Und die Defend ist auch schon ready, von daher ist es gar nicht mal so easy, die Footmen zu snipen. Tom sieht aber wieder gut, okay, da ist ein Tower an der Exe, aber die Main, die ist offen. Da kann ich meine Wölfe reinschicken, da ist alles in Ordnung. Weiter geht's. Alles angeschlagen, fast alles angeschlagen bei Tom. Bei Leon sieht es aber auch nicht viel besser aus. Tom wartet auf den TC, der ist gleich mit dabei von der Partie. Stomp oder Aura, beides könnte doch durchaus helfen. Ein Footy wird nicht zu Tode gejagt von den Wölfen. Okay, nochmal Gnade gehabt. Ah, ein bisschen pusht, aber Arcmage Low AP, nicht mehr so viele Footies. Glaube ich, dass ich hier allzu viel anrichten kann. Nee, glaube ich auch nicht. Aber solange Leon hier ist, muss Tom einigermaßen verteidigen. Das ist mehr Zeit für eine Echse. Cute hier noch das Masonry Upgrade vor dem Tech. Wow, Tower vor der Echse. Guck mal.
Eine Tower Wall. Ist das hier Like Kings Pro oder was ist hier denn? Oh mein Gott. Das wäre ein Mountain King wahrscheinlich, ne? Statt Archmage, aber gut. Wieder Shockwave ist natürlich perfekt dagegen. Shockwave und Range Units und Raider. Und Tom weiß genau, hier kommt gleich ein Go. In bester Thunder-Manier. Rein in die Base. Dafür gibt's Reinforced Defenses. Leon delayed seinen Tech enorm hier übrigens. Archmage. Ja. Ja, muss ich aufpassen mit dem AM. Das TP ist weg. Hat kein Tier 2, kann sich kein eigenes TP kaufen. Schafft wahrscheinlich auch nicht in die Mitte. Und es wird jede Menge Endsnares geben. Remo, die Expansion sieht aus wie so eine Infi-Base aus 2009. Die Sache ist, das könnte echt gut funktionieren, ey. Hier sind zwei Schutzwalle vor der Expansion. Als ob das Minas Tirith wäre hier. Zuerst die Farms, dann die Tower, dann das Main-Building. Ja, vielleicht sollte Leon Stronghold spielen. Ja, mein Lord. Immer rein in den Dreck. Dein Motto am Wochenende. Wie hießen die in Stronghold nochmal? Das waren diese mit der Keule. Nie gespielt. Die so schnell unterwegs waren. Ein legendäres Game. Ja, das musst du unbedingt nachholen. In der Mainbase übrigens überhaupt kein Tor. Überhaupt nichts am Start. Hier fehlt ein bisschen das Scouting von Tom. Hätte in der Mainbase viel besser angehört. Es sind 5 Units low. Headhunter down. Zweiter Headhunter down. Diese Units hier von Tom, die haben gefühlt noch 100 HP zusammen oder so. Microts aber irgendwie noch zur Seite. Was für ein... Diese Combo aus Footman und Ward Elemental. Beide kriegen sie, weiß nicht, wie heißt das, die Ehrenmedaille. Weiß nicht, wo man das beim Ward Elemental hinpappen sollte, aber der Footman hat es auf jeden Fall verdient. Er sieht nicht so verkehrt aus für Leon. Allerdings immer noch kein Tech. Oh mein Gott! Es ist, das ist schon recht außergewöhnlich. Ja, gut. Irgendwie klappt das schon, ne? Towert, jetzt kommt der Tech. 9 Minuten in diesem Game. Und wir sehen bei Tom das Backpack-Upgrade. Wann gibt's denn mal ein Ork-Backpack-Upgrade? Geil! Das habe ich schon oft gesagt, dass Orks das viel zu wenig benutzen, weil die eben die Items vom Shop so derbe brauchen und auf Raidern auch super benutzt, weil die eben schnell sind. Das gefällt mir mega. Okay, jetzt geht's in die Base. Hat er eigentlich Pillage, ja, oder? Ja. Tom ist doch mit Pillage geboren. Pillage und Shockwave, here we go. Archmage! Oh nein! Da eine Sekunde nicht hingeschaut. Oh. Und hier müssen auf jeden Fall genug Ensnares sein. Ja, der Archmage, der ist matsch, ne? Das ist er. Und dem Altar geht's auch nicht so gut, Remo. Gerade eben sah es noch kurz gut aus für einen Moment, aber es ist so schwer, irgendwas machen zu können mit nur Archmage und Footies. Man wird so leicht überrannt, überrumpelt von diesen Mass-Raidern. Tom, dem gefällt das prima. Ein Netz nach dem nächsten findet hier einen Kill nach dem nächsten. Hat zwar keine Echse, aber Pillage, das langt vielleicht. Oh ja, wir haben es nach der Pause gesehen. Es sah aus, als hat er richtig Spaß. Diesen Archmage gibt's nicht aus dem Altar. Den kriegt er erst an der Taverne wieder. Aber wird sich halt eingetauert, ne? Diese Base komplett zu brechen und die Echse komplett zu brechen, ist auch nicht das Leichteste. Wenn die beiden Tower hier fertig werden, dann sollte die Mainbase halten. Kann man sich ein Second Hero von der Taverne holen, wenn man kein Altar hat? Nee, ne? Nee. Also den muss Leon hier auch nachbauen. Panda wäre ganz nice. Leon muss Miliz rufen. Das hat er ein bisschen nicht genug bedacht. Hat ein paar Peasants, die er jetzt Miliz rufen könnte, damit die Tower eben nicht abgerissen werden. Und jetzt sind die Raider auch super low AP. Also Leon sollte hier doch halten können, glaube ich. 2 Units down. Leon hat auf jeden Fall ein paar Tower Defense Einheiten eingelegt. Das war ein guter Focusfire. TC surrounded! No way! Wie ist denn das möglich? Und das Level 3 auf dem Archmage. Diese Surrounds aus dem Nichts sehen super stark aus von Leon. Erinnert ein bisschen an Chimiko. Normalerweise die Humans nie die Besten im Surrounden. Aber das hat super geklappt und das war ein riesen Kill. Und plötzlich schwingt das Spiel wieder zurück. Absolut beklopptes Hin und Her. Diese ganze Series ist der Wahnsinn. Da hat der Lord gestern gesagt, ne, es wird wahrscheinlich die beste Meisterschaft aller Zeiten. Er mag vielleicht recht behalten. Also, diese Mainbase sieht jetzt aus wie eine Expansion und die Expansion sieht aus wie eine Mainbase. Es ist, ich bin baffled.
DC braucht noch ein bisschen, bis er zurück ist. Arcmage jetzt rennt auf die andere Seite der Map, ein bisschen gegen Pressure aufbauen. Aber die Tower, die machen einen guten Job hier in der Main-Base. Vier Tower machen gut Schaden. Irgendwann gibt's keine Heal-Selbst mehr. Imagine, hier ist so ein Panda noch mit im Rennen. Oder ein Clap-MK. Das erste Mal seit gefühlt 6 Minuten, dass Leon so einen Hauch von Aggression zeigen kann. Und Reinforced Defenses ist noch nicht durch. Ist noch lange nicht durch. Tom hier wahrscheinlich ein bisschen vergessen, das Upgrade zu starten. Aber TC ist mit von der Partie und denkt man nicht immer dran, aber der hat auch ganz gute Watschen, die er verteilt mit seinen Redkicks. Oh ja, das kann er. Die große Axt, die ist geschärft. Aber Leon scheint stabilisiert und Tom weiterhin verliert der Unit und Unit an Unit an den Tower. Yo, da in den Tower reinzugehen, das ist sehr gefährlich. Wenn der Mass Militia gecallt wird und der Archmage noch reintippet, dann gehen die Units alle drauf. Ist noch ein sehr spannendes Game hier zwischen den beiden. Wir haben jetzt den MK. Weitere Footies kommen. Sobald es Leon zu castern schafft, gewinnt er dieses Spiel, aber hat er die Zeit. Sanctum ist da. Breaker kommt. Ich glaube, das ist übrigens der dritte Shop, den Tom gebaut hat, dieses Spiel. Auch was man nicht so oft sieht. Zweites Sanctum wird wieder abgerissen, aber wieder Tower Rage. Aber die vier Tower, die halten hier auf jeden Fall gut was aus. Shockwave. Böse. Ah, ich schnell genug raus. Fast hier allerdings fast Level 4. Das könnte auch nochmal ein gutes Level Up sein. Leon mit dem Counter-Go in die Ork-Base rein. Und damit fällt das Mining auch aus. Aber ich glaube, die Boros können das alleine erledigen. Uhu. Chain Lightning auf die ganzen Peasants. Plötzlich fast kein Mining mehr. Der, ja gut, da fördert er noch eine zweite Base, ne? Das ist nicht so schlimm. Der braucht 1-1 Upgrades. Er hat 1-1 Upgrades auf den 40s. Ja, sicher. Und auf den Breaker natürlich damit auch. Der braucht mal einen Blitzableiter. Und die sind bei Spellbreakern ja eingebaut. Die können nicht geschockt werden so schnell. Junge, Junge. Also ich will ja jetzt nicht parteiisch sein, ne? Weil wir sind ja hier die neutralen Caster. Aber aus Sicht der Community brauchen wir ja eigentlich ein Game 3. Und ich glaube, das kriegen wir auch. Leon, wenn er hier stabilisieren kann. Auch wenn er Control Magic kriegen könnte gegen die Wölfe. Oh. Würde er auch sehr stark sein. Ein Traum. Aber die Helden natürlich von Tom immer noch eine Bucht. Drei Footies könnten hier fast fallen. So viel Mana ist da auch nicht mehr. Oh mein Gott, es ist ein blutiger Austausch. Schlachtfest. Beide Seiten verlieren voll viel. Chain Lightning nochmal hinterher, Archmage. Oh, der hat kein TP! Moment, ist er da geblockt? Oh no, der Tower, der hat so viel gebracht und jetzt ist es sein Demise. Nee, Tower zu stark. Wie viele Leichen sind das? Das Haus der 1000 Leichen, Leons Base. Oh, Stormbolt, kommt da ran! Archmage Feuerball, wusch, wusch, wusch! Oh nein! Mein Gott, 20 P! Oh mein Gott. Ich glaube, es hackt! Level 2. Mana Potion auf dem TC. Oh, Clap ist so gut. Kill kriegen. Das hat er. Das hat er, der Leon. Hat er genug Mana für Clap oder geht er Bash? Beides super. Vollkommen wahnsinnig. Gott. Vollkommen wahnsinnig. Alter Schwede, ey. Footy weiter am Stressen, gefällt mir gut. Ja, und Tom, dem gehen langsam die Ideen aus. Ja, und auch die Einheiten. Hat noch jede Menge Raider, aber es sind einfach zu viele Tower. Ganz einfach zu viele Tower und die Position ist so schwierig, da die Tower rauszunehmen. Jetzt versucht das. Shockwaves haben ein bisschen gefehlt in letzter Zeit, jetzt immer wieder eine schöne. Aber das ist die einzige. Ja, und auch nur ein Tower damit gekriegt. Ein Königreich für eine Level 2 Brilliant Zora. Es sind halt zwei Tower gegen viel Mana und einen Raider getradet. Die frühen Masonry Upgrades haben ja auch super funktioniert. Von Leon sehen wir heutzutage nicht mehr unbedingt so viel, aber hier haben sie einen großen Unterschied gemacht. Leon hat jede Menge Gold. Und Sorgs kommen jetzt auch dazu. Yo. Und Slow wird richtig schwierig für Tom. Und Clap. Wenn der Mountain King irgendwann Mana kriegt und dann Slow da ist und Clap, dann ist nichts mehr mit Weglaufen. Immer wieder werden Footies in die P-Online reingeschickt. Das ist auch super, sehr nervig für Tom, damit umzugehen. Er versucht einfach,
auf das Keep drauf, aber... Das reicht nicht. Das mit nicht zwei genug. Masonry, mit einem Masonry-Upgrade, mit gleich dem zweiten... Never! Ja. Zweites Masonry-Upgrade, 7 Armor auf allen Gebäuden, yo. Mehr HP. Ich glaube, das war's. Unglaubliche Schlacht. Die wollen's auch, ne? Die wollen diese 75 Euro und die 2 oder 3 Punkte richtig, richtig doll. Leon war natürlich ein Gentleman, hat er das GG well played gegeben nach der ersten Map, aber da war mit Sicherheit wieder ein bisschen Unbehagen und Wut im Bauch. Und ja, hier ja. Den Ausgleich zu kriegen, das muss sich wundervoll anfühlen. Spiel ist noch nicht unbedingt vorbei, aber es sieht doch ganz, ganz stark für unseren Human-Spieler aus. Wir haben Sorcerer's Adept Upgrade jetzt. Ein paar Holzprobleme. Die Base hat natürlich, also die kann natürlich angegangen werden, aber es sind nur 2 Raider da. Man stelle sich vor, Tom kann angeschlagene Units besser zurückmicron gegen die Tower und hätte diese Units dann und könnte sie alle hochheilen, wie viel mehr Pressure das noch wäre. Jetzt aber offener Fight direkt auf die Sorg. Da hat Tom gar keine Lust drauf. Mana Potion auf dem TC wird gleich benutzt werden müssen. Shockwave. Das war nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Ah, Chainwave! Ja, die Peasants, die leiden immer noch, aber die Breaker, die können nicht mehr angegangen werden. Ja. Stormbolt hinterher, der Raider fällt auch. Mehr Erfahrung für den MK, hat auch noch eine Mana Potion. Oh. Leon. Ja, das Ding jetzt im Sack. Da sehe ich auch keinen Weg mehr raus für Tom. Hatte gerade eine gute Idee, als er zur Echse gegangen ist, um da ein bisschen Schaden zu machen, weil es hier irgendwie mit, gegen die Armee zu brutal. Aber die ist halt echt gut fortified. Da hat Leon gutes SimCity gemacht, gut gespielt. Der TC zum zweiten Mal surrounded und da ist nichts, was ihm helfen kann. GG, well played. Der Sieg geht an Leon und die erste Map in seinem Comeback. Krass, Alter. Spielt die Fast-Echse. Er weiß, er ist damit auf manchen Maps ein bisschen vorhersehbar. Und hat da auch gelitten. Das war der perfekte Konterbild von Tom. Trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Mit einem lächerlich späten Tag. Toll gemacht, Leon. Was ein geiles Comeback. 2 große Momente, glaube ich, dieses Spiel. Der erste, wo Tom die Echse angreift, wo 4 Tower waren und hat nicht schnell genug die Main gescoutet, wo noch kein Tower stand. Wenn er in die Main geht, ist der Angriff viel, viel erfolgreicher. Und dann sieht das Spiel vielleicht auch anders aus. Und der zweite, der TC Surround. Plötzlich Militia, TC Surround aus dem Nichts, Leon. Das mal wieder sehr toll gemacht. Der Leon echt ein Meister auch im Surrounden, wie es sich rausstellt. Und ab dem Moment hat sich alles geändert. Also das ist wirklich eine der wahnsinnigsten Series, die wir in letzter Zeit hatten. Wir geben den beiden Jungs nochmal 2 Minuten und dann gibt's dir die Entscheidung. Tom und Leon. Wer holt sich die Punkte? Wer holt sich die 75 Euro, die es jetzt für jedes Best of 3 gibt. Wir sind in 2 Minuten wieder da. Da sind wir wieder. Meisterschaft, Auftakt, Debütantenball. Leon von der ersten Map weggelamed und auf der zweiten Map so ein starker Hold. Einen haben wir noch. Bisschen Nachschlag gibt's hier. Wir haben es im Bitburger 0,0 Map Voting gesagt. Wenn es hier über die volle Distanz geht, dann sehen wir Concealed Hill. Und das ist der Fall. Und da wollen wir jetzt. Was kann jetzt noch kommen, Remo? Ich weiß es nicht. Erstmal der Bumper. So, deine Prediction für Game 3, Herr Rimmel? Keine Echse. So wie soll er feststehen. Wie wär's denn mal mit ein paar Griffins? Oh, ist Leon ein Vogelfreund? Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Er scheint ein großer Freund von Riflen und dem Knallgewehr zu sein. Haben wir natürlich auf der zweiten Map nicht gesehen, da Fast Echse und so, aber normalerweise sehen wir jede Menge Rifles von ihm und diesmal von ihm auch einen sehr ambitionierten Creep am Lab. Jede Menge Miliz wird hier investiert, um den Archmage direkt stark hochzuleveln. Okay, und es sieht so aus, als hätte Tom wieder einen guten Read, als hätte er wieder den richtigen Riecher. Die Wölfe, die haben die Spur aufgenommen. Und kann er hier, oh, oder? Biegt er ab? Nee, diesmal nicht, geht die... Ja, yeah. Okay. Wolf in die Base. Farsia harassed den Archmage. Last Hit so wichtig.
So wichtig. Joink. Ja. Also einen geklaut, ne? Jawohl, ja. Schön gemacht, Scroll of the Beast gekriegt. Nicht das beste Item auf jeden Fall, aber die Erfahrung geht an Leon und er kriegt das Level 2. Das war auch bitter notwendig. Ich find's für einen Human eigentlich ein ganz geiles Item, gerade wenn man so ein schnelles Level 3 hat, wie mit diesem Creep-Spot, dann in die Orc-Base geht und dann Water Elementals plus Scroll of the Beast kann Game-Winning sein. Genauso wie ein Grunt zu früh zu surrounden. Mehr Erfahrung für den Archmage. Natürlich wird hier deutlich gelitten, was Attack-Timing angeht, aber mit dem schnellen Level 3 Archmage, das wird das Ziel sein, versucht sich Leon dann zurückzufighten. Aber Tom wird so viel schneller auf Tier 2 sein. Oh, er kriegt auch viele Passions. Eieiei, das sind 4 Stück, glaube ich, die da gefallen sind. Yep! Aber gut, das gleicht wohl so ungefähr den verlorenen Grunt wieder aus. Wolf nochmal reingeschickt. Oh, da kriegt er noch einen. Habe ich schon öfter gesehen von ein paar Humans. Ich frage mich, ob man den Bild ein bisschen optimieren kann, damit der Tower früher fertig ist und vielleicht ein Footy ein bisschen delayen oder so. Denn der Tower wurde zwar gebaut, aber hat kaum geholfen. Nächster Last Hit Battle. Geht wieder an Leon. Weißt du was? Das werden wieder Wyvern, oder? Gerade auf CH. Das wird so ein Game wie Last Refuge nur größer und wahrscheinlich länger. Auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, aber auf dieser Map ist es wesentlich schwieriger zu expandieren, da es einfach eine viel schwierigere Position ist, eine viel schwierige Goldmine. Und es gibt auch nicht wirklich mehrere Goldminen, wo man versuchen kann zu expandieren, wie auf Last Refuge. Also, Wyvern natürlich vor allem mit Tom immer eine Möglichkeit, aber ich würde gerne was anderes sehen. Oh, Archmage, langsam aber sicher muss der sich mal zum Fountain verziehen und ein Bad nehmen. Der alte Mann ist auch gut, wenn man so Rücken hat, oder? Oh, Froschblock. Da muss man in letzter Zeit auch sagen, der Grubby hat schon recht, wenn er sagt, man muss die Critter töten, ne? Ja, vor allem hier. Guck mal, wo der Farsee gerade ist. Hier ist ein kleiner Streichelzoo unterwegs. Ja, würdest du gerne... Hühnchen, das Schaf und der Frosch. Würdest du gerne Hühnchen und Frösche streicheln? Also, ich würde sagen, in Kochtopf passen sie auf jeden Fall gut zusammen. Jam, jam, jam. Kulinarische Meisterleistung hast du da kreiert. Okay, es geht an die Fountains, aber es ist natürlich auch ein ziemlich obvious Play. Ja, gut gemacht von Tom. Schickt seinen Wolf dahin und weckt die Creeps ab. Der Archmage kann sich immer noch nicht hochheilen. Stressiges Early Game für Leon auf jeden Fall. Und die Sache ist, er hat es immer noch nicht auf Level 3 geschafft. Ja. Normalerweise, was man machen will, ist mit einem Footies und Archmage Richtung Süden laufen, da was creepen. Und dann kann die Miliz genommen werden, um eins der anderen Camps zu kriegen und somit die notwendige Erfahrung. Also, ich würde sagen, das Early Game geht auf jeden Fall an Tom. Ja, so ist es mit uns Nordlichtern, ne? Wir sind nicht so gerne im Süden. Jetzt habe ich mir kurz gedacht, Tom investiert ja hier in Stomp, aber ist nicht sein Gameplay, ne? Der wird wieder Shockwave gehen. Und Leon, der schafft es zum ersten Mal rüber in die Orc-Base, aber jo, das war mal nicht von Erfolg gekrönt. Tom zu ready und schneidet ihm hier den Weg ab. Oh, Block mit dem Grunt, aber das ist ein Archmage mit Boots, der ist doch recht fixe unterwegs. Hat er das Double Beast Tree gesehen, ist die Frage. Er war auf jeden Fall knapp nebendran, aber es war natürlich auch Nacht. Deine Prediction war richtig, es sind mal wieder Wyvern. Ja. Aber Leon sollte das, glaube ich, mitgekriegt haben. Und hat, kann auch direkt Tower aufsetzen. Hat schon die Lumbermill, holt sich jetzt Defend. Ich denke auch, dass er das weiß. Aber okay. Wyvern können gut harassen, Wyvern können sehr gut creepen und Wyvern geben extrem viel Vision. Das läuft also alles für Tom. Sein Farseer immer noch Level 1, der TC immer noch Level 1. Und wenn sich Leon hier ein bisschen hochheilen kann, was jetzt gerade der Fall ist, dann könntest du auch auf die Burrows gehen. Tavern Hero. Alchemist? Beastmaster! Oh, ich bin ein Riesenfan. Tugger, Bearclaw. Und weißt du was, die Burrows, die haben auf jeden Fall keinen Reinforced Defense Squirrel Beast gesammelt und oh, das wird jetzt ein bisschen schmerzhaft womöglich. Imagine jetzt die Scroll of the Beast, Remo. Hoi, 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 hoi. Da muss sofort tippet werden, könnte ein Trade geben vielleicht. Eigentlich braucht Leon dieses Burrow. Und kriegt er auch. In der Tat. Piercing Damage gegen die Wyvern, sehr effektiv hier. Der Beastmaster funktioniert super. Ich hatte den gar nicht auf der Liste, aber natürlich die Summons mit dem Piercing Damage sehr gut jetzt. Frage ist, im Late Game wird er da auch noch so stark sein? Das ist dann eine andere Geschichte, aber momentan auf jeden Fall super gut. Also,
Wir haben ja schon das Invisible Upgrade auf Rifles gesehen. Es würde mich nicht zu stark wundern, wenn wir das Invisible Upgrade auch auf den Summons sehen. Und dann immer schön rein in die Base. Einfach als Rache für den Wyvern Shockwave Harass auf Map 1. Ja, sehr schön, wie Leon seine Strat ändert und einfach mal was ganz anderes spielt. Keine Rifles, kein MK, sondern Caster und Beastmaster und Griffin Aviary. Der wird hier gleich auf Dragon Talks gehen. Wow. So viel Varianz in nur einem Best of Three, in nur einem Matchup. Und yo, Footman in die Passant Line. Die Wyvern! Alter, wie laut die alle sind. Aufpassen, Quillbeast. Eieieieieieiei, diese Alter. Boots. Stell dir vor, ein Gyro wäre jetzt hier. Der könnte drei Kills absagen. Okay, die Peons. Denen geht's nicht so gut. Die Footies werden alle geopfert, aber ich glaube, das ist ein guter Trade. Ja. Gefällt mir sehr gut, wie Leon hier komplett das Skript ändert. Kennt ihr euch mit Skripten sehr gut aus. Und diesmal ist er der Aggressor. Diesmal ist der hier den Ton vorgibt. Oh, aber das Bolo kriegt er nicht mehr. Er kriegt Gold mehr zum Repair. Er kann es kaputt hauen. Stimmt, null Gold. Null. Okay, Theon hat, Tom hat das nochmal relativ gut bereinigt. Drei Wyvern gesaved, das Bolo steht auch noch, kann sich jetzt hochhealen. Leon hat auch einiges verloren, muss man sagen. Ja. Aber hat jetzt gleich eine starke Armee. Also er ist super ausgestattet gegen Wyvern. Er hat Mass Summons mit Piercing Damage, er hat Dragonhawks. Ich glaube, Tom muss hier auf jeden Fall eine Transition eingehen. Ja, also Raider, schon nicht so eine verkehrte Unit auch, ne? Gerade mit Base Race. Endsnare gegen Dragonhawks. Ja, könnte natürlich auch einfach auf Bad Rider gehen. Ich glaube, er muss auf jeden Fall auf Charme gehen. Es sind einfach so viele Summons, die ihm hier entgegenrennen werden. Ich weiß, er ist normalerweise nicht so der Fan von den Shamans. Er rennt gerne rum über die Map und macht so Hit and Run, aber also ich meine, wenn es irgendeine Armee gibt, gegen Shaman wunderbar sind, dann genau diese hier. Ich weiß nicht, ob er den Blueprint für die Schamanenhütte hat, Remo. Da haben wir und schon slow, so oft gesehen. Los, Dragonhawk. Shackle! Super. Ja. Das habe ich echt ewig nicht mehr gesehen, Alter. Weg die ist er. Fesseln. Und damit Level 2. Crazy. Crazy Series. Level 3 auch für den Farseer. Nicht verkehrt. Aber Leon, der kann jetzt für eine Zeit machen, was er will. Und er geht zur Echse über. Sieht jetzt sehr selbstbewusst aus. Er weiß, er ist sehr stark gegen die Wyvern vom Gegner. Lediglich 40 Supply sieht er hier als genug an. Mehr Erfahrung auf dem Beastmaster. Leider auf dem Beastmaster, der zweite Skillpunkt, bisschen verschwendet. Wird wahrscheinlich nur Beast spammen. Vielleicht ein Dragonhawk zum Scouting. Aber er braucht gar nicht scouten. Solange Leon hier auf zwei Basen schafft, sieht alles super aus. Sehe ich ähnlich. TC jetzt auch Level 3. Weiterhin natürlich Shockwave. Ring of. Der hat auch heute viele Ringe im Inventar, der Tom. Nicht der glücklichste Tag für ihn. Ja, vorhin waren es drei Ringe auf Last Refuge, ne? Jo! Verkauft. Wand of Illusion auch hier gefunden. Super für den Beastmaster und kriegt auch gleich Level 3. Nachteil an Caster plus Dragonhawks ist nicht viel Damage. Somit dauert Creeping ganz schön lang. Ja, das ist suboptimal. Dafür Boom Level 3 und langsam werden die Quillbeasts richtig, richtig stark. Weil natürlich Bloodlust. Verliert der Grunt gerade gegen den Mud Golem? Muddy ist der Stärkste. Rennt rein mit den Wyvern. Mal wieder mit der Speedstroll. Tom versucht gegen die Economy vorzugehen. Wird hier rausdepähen müssen, das ist klar. Im besten Falle, bevor das Shackle zum Kill führt. Oh, hat das Shackle gecancelt, um die einfach zu right-klicken. Leon, der denkt mit und scoutet mit der Illusion, sieht die Tower im Süden. Leon spielt hier ganz famos. Ja, der spielt auf Grandmaster-Level, wo er mittlerweile angekommen ist. Exe ist auch fertig. Dementsprechend tut natürlich auch der Echo Harass nicht so weh wie auf Map 1. Genau, kann sich die DPs ziemlich leicht leisten. Hat es immer noch das erste im Gepäck, muss das noch nicht einsetzen. Könnt ihr auch ein paar Tally-Staffs gönnen. Und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch eintauern und verhindern, dass der Gegner keine Ex kriegt. Und dann sieht das Spiel fast schon gewonnen aus für unseren Human. Hat ein TP, hat Heal Potions, falls es da zum Hero-Fokus kommt. Wyvern Damage nie zu unterschätzen. Tom hat hier eine Watch Award, sieht also immer, wie viele Tower da sind.
diesmal auch das Disper gegen die Wölfe viel, viel, viel früher. Und guck mal, Remo, Invis Dragonhawks. Dum 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 dum. Shackle! Wo sind sie denn? Oh, da sind sie! Oh mein Gott, drei Stück erwischt. Drei Wyvern, alle im Netz, alle tot. Das war sind über so 600 ein Play. Gold. Das war so ein Play. Ist das nächste Shackle fertig? Hier sind noch zwei. Oh, weia! Der Fazio wurde geblockt, er musste TP'en ohne den TC. Der TC könnte auch erwischt werden. Leon macht zu viele Plays für meine Camera Control. Nächste Shackle. Oh mein Gott, nächste Wyvern down. Stirbt. Das war's. Dann war's, Alter. Das hier ist nichts mehr. Wie viel Style kann ein Sieg haben? Die Persen sind natürlich mal wieder am Leiden, also daran hat sich noch nichts geändert. Aber es ist verkraftbar. Dank der Echse, alles in Ordnung. Oh, Leon. Jetzt ist er, der grinst. Nach der ersten Map war es der Thomas mit dem Grinsen auf den Backen. Oh ja. Haben wir jetzt nicht mehr so arg, ne? Jetzt kommt die Raider-Transition. Zu spät. Wahrscheinlich zu spät. Ich will in dieser Series nichts ausschließen. Nächstes Shackle, nächster Kill. Und der nächste Fight am Shop. Hier passiert so viel. Farsia wieder mit einem TP. Und Level 4. Und Tom, der versucht ja alles. Versucht nochmal ein bisschen Schaden anzurichten mit seinem Gelame. Könnte versuchen, nochmal ein paar Peasants zu killen. Wir haben echt kaum Tower tatsächlich. Aber Leon sieht jetzt so stark aus. Kann seine Summons auch verteilen über die Map, wenn er will. Der hat direkt gelernt. Der hat direkt gelernt aus Map 1, ne? Da wurden alle Schlüsse draus gezogen. Early geswitcht. Second Hero geswitcht. Units geswitcht. Und dann die Plays. Invis Shackle. Wieder ein Surround. Drittes Game. Dritter Hero Surround. Aber Tom wehrt sich noch. Ja, Leons Armee hat immer noch nicht allzu viel Schaden. Also hier im Base Race kann Tom vielleicht wieder punkten. Aber ich meine, er hat selber kaum was. Ein Raider! Das ist seine Armee. Ein einziger Raider momentan. Ja. TC und Farsia, die sind hier auf jeden Fall stark. Ah, zwei Raider übrigens. Excusez-moi. Und Leon. Ja, der macht's ganz richtig. Leon hat zwei Basen. Warum soll er heimtippen? Warum soll er verteidigen? Er nimmt hier einfach die Ork-Base raus. Ja. Misha kann ganz gut was gegen Buildings machen. Kann jetzt einen Peon nach dem nächsten rausnehmen. Und gleich kann Tom schon wieder nicht repairen. Der ist schon wieder nur auf 40 Gold. Und feedet die Helden aber auf absurde Level. Und ja, das Keep, das fällt vielleicht. Aber es reicht doch. Es muss doch reichen. Oder? Das Witzige ist, wenn Tom danach rüberrennt zur Natural und die auch kickt, dann wird's wieder komisch. Okay, er will die Fetten. Worauf geht's? Die Armee ist wirklich nicht die stärkste. Kein Repair mehr da. Und das Keep ist weg. Okay. Moment mal. Moment mal. Also wir haben so eine Base gegen eine halbe. Leon hat gar kein Holz. Null. Nix. Oh. Ja. Oh mein Gott, stell dir vor, Tom gewinnt das noch. Absurd. Was sind das für Games heute, ey? Das kann doch nicht mehr gewinnbar sein für Tom. 14 Supply unten. Gegen 4-4 Units. Gegen so viele Summons. Aber Leon kann sich halt auch nicht wieder neu aufbauen, ne? Also noch nicht. Der Invis-Bär sieht genau, was abgeht. Okay. Das Slow ist natürlich auf den Raidern ganz schön nervig, aber Slow ist endlich vorbei. Und Leon sieht, dass in der Echse nichts ist vom Gegner. Somit weiß er, dass er immer noch die Führung hat. Ja. Die Invis-Summons funktionieren echt super. Jo, selten gesehen, dass Invisibility so viel gerissen hat in einem Game. Upsi. Ja, und das Shade-Verhalten ist super. Leon muss einfach nur die ganze Zeit nur den Raidern hinterherlaufen, sicherstellen, dass die nicht in seine eigene Base reinkommen. Ja. Und dann einfach nur warten, bis er genug Kohle hat, um wieder ein Hauptgebäude in die Main zu setzen. Genau so ist es.
Und da sollte doch gleich sehr dicht dran sein. Redspot kriegt er auch. Tom traut sich nicht mehr weit raus. Okay, jetzt kommt die Base. Medallion of Courage. Bisschen mehr Mana. Nie verkehrt. Und ein bisschen mehr HP natürlich auch. Okay, Tom macht den Go. Auf die Echse. Ja, das ist auch gut von Tom. Der weiß, der Gegner ist gerade beschäftigt. Geht da wahrscheinlich in die Main Base rein. Und das wird ein Cancel sein gegen die Town Hall. Auf jeden Fall. Jo, er baut mit einem Passant, ne? Das dauert ungefähr so lange wie die Elfi oder der Berliner Flughafen. Das kannst du knicken. Aber okay, Konterpush. Leon taggt jetzt an der Echse. Also das Spiel wird immer wilder. Leon hat immer noch die Möglichkeit, einfach hier die Main vom Ort zu zerstören. Aber, wie vorhin schon gesagt, nicht so viel DPS auf seiner Seite. Dauert ewig mit Dragonhawks. Aber okay, vielleicht kriegt er einfach alle Worker irgendwann. Ne, geht drauf, auf Stronghold. Da sind 3 Speed Scrolls für Tom. Durch Pillage kriegt er natürlich einiges an Gold jetzt auch durch. Und Leon, ja, da wird einfach die Expansion fortified. Kommt Tom zurück oder wird sie irgendwie ein komischer Base Race? Leon hat auf jeden Fall noch die große Führung, vor allem, wenn er das Stronghold gleich rausnimmt, wonach es aussieht. Soll er auf jeden Fall die Peons angehen? Ja, jetzt macht das. Okay, aber in der Base. Einen Peon gerettet, auf der rechten Seite. Aber was kann er damit machen? Kann keine Base bauen. Aber okay, er kriegt natürlich noch was durch Pillage. Der könnte fast gleich eine Great Hall bauen. Ja, stimmt, mit der Pillager ist gleich zusammen. Es wäre nicht, also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir gleich beide Mainbases im Norden von Concealed haben. Ja, sieht ganz stark danach aus. Hank hatte vor dem Spieltag gefragt, aber wenn das Spiel von Tom und Leon früh vorbei ist, ne, wird dann direkt hinten dran gespielt oder um 20:30? Der muss noch die Lektion lernen, dass Tom Games nie zu früh vorbei sind. Aber ehrlich, Tom mal wieder am Delivern, die Spiele hier super spaßig. TP nach Hause, defensiv, aggressiv, defensiv. Okidoki, Healscroll. Jetzt haben wir einen offenen Fight. Und da sind Raider meistens nicht so gut, aber Chainwave ist es. Direkt gekontert in der Healscroll. Das entscheidet hier vielleicht dieses Game, auch wenn Tom kein Income mehr hat. Zumindest jetzt noch nicht. Callt das GG und wir haben unseren Sieger Leon im Redebüt. 2 Punkte für ihn, 1 Punkt für Tom. Aber meine Güte, was für ein Entertainment. Der wahre Gewinner heute, wir alle. Ja, das war meine Series. Der erste Spieltag, ich wollte sagen, die ersten 2 Spieltage, sind ein absolutes Juwel. Was für geile Games. Mann, oh Mann, Leon kriegt das Comeback hin. Und wir werden ihn gleich natürlich befragen, ob das Spiel ist. So ist es. Oh Mann, ey. Der kann sich jetzt erstmal, also der kann sich alle Zeit der Welt nehmen, ne? Wir haben hier gar keinen Stress. Aber gut, wenn er ready ist, dann sind wir natürlich auch ready. Unfassbare Szenen spielen sich ab. Ja, 2 Punkte für Leon, damit gleich auf mit Vaan. Und der Tom auf demselben Platz wie Ente. Das. Ich glaube, da können beide mit zufrieden sein. Ja, immerhin geht er nicht ohne irgendwas nach Hause, ne? Kriegt immerhin den einen Punkt, das könnte wichtig sein. Das ist natürlich immer eine große Priorität, da zumindest ein paar oder mindestens einen Punkt mitzunehmen. So ist es. Das ist natürlich die Frage. Weiß der Leon überhaupt, was er machen muss? Kann er hier in unseren Raum reinjoinen überhaupt? Hat er die Rechte dafür? Ich glaube, der Buschmann ist heute nämlich gar nicht da. Scheinbar nicht. Da müssen wir ihn anrufen, gut, ne? Dann callen wir ihn einfach, ne? Ja, call ihn einfach. Machen wir das so. Warte mal. Haben wir nicht da irgendwo schon mal einen Call gehabt oder so? Ja. Warte mal, ich mach mal. Ja.
Es kann sich nur um Stunden handeln. Wir haben noch zwei Games gleich hinten dran. Es ist einmal Shocky gegen Hank und dann X-Lord gegen Hank. Also ihr kommt heute noch voll auf eure Kosten, Freunde. Ah, jetzt werde ich auch angerufen. Im Voice Call machen wir hier Ed, Leon, da haben wir ihn. Ist manchmal ein bisschen eine Friemelei mit dieser Technik, aber der Remo, der macht das ganz toll. Wenn jetzt der Leon noch rangeht, dann sind wir... Oh! Ah, jetzt bin ich auch da! Hola! Ah, jetzt haben wir es geschafft. Bisschen Probleme bei dem Interview. Willkommen im McDonald's Spotlight, Leons. Erste Mal der Sieg für dich. Und Mann, was ein Auftakt. Alter, was eine Series. Das war ein langes BO3, das war ein Hin und Her, das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wie war es denn für dich? Anstrengend. Ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe es mir leichter vorgestellt, weil ich mich eigentlich ganz gut gegen Ork fühle, aber Tom spielt etwas, wogegen ich sehr selten spiele. Und das merke ich dann direkt, weil ich dann oft so in meinem Kopf sind so ganz viele Stränge und dann merke ich, da fehlt dann ein Strang, der gerade wichtig wäre. Und erste Map habe ich irgendwie ein bisschen konfus gespielt, meines Erachtens. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eigentlich einen ganz klaren Plan und dann kam ich vom Plan ab. Ich habe den Peon gesehen, der gescoutet hat. Ich dachte so, okay, komm, du creeps erstmal. Dann hat er sehr viele Peasants gekillt, dann hatte ich wenig Holz. Dann dachte ich so, oh, scheiße, jetzt habe ich kaum noch Holz und keine Economy mehr. Das hat sich dann alles so weitergezogen. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin sehr froh jetzt, dass es vorbei ist. Ich muss sagen, das ist für mich das anstrengendste Spielen, also so gegen Laben, das hasse ich wie die Pest. Und Tom ist da genau derjenige, der meinen Nerv da trifft. Dennoch, ich habe mich gefreut, dann im zweiten Spiel mit einer Expansion siegen zu können und im dritten Spiel dann mit Hawks. Das hat dann ja doch endlich funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, es gab hier sehr viel Abwechslung in deinem Spiel, wie du schon ansprichst, mit der Echse, mit den Dragonhawks. Wovon machst du das abhängig? Denkst du, auf manchen Maps gibt es eine gewisse Strategie, die die beste ist? Oder machst du es auch, um den Gegner da im Dunkeln zu halten? Was ist da deine Herangehensweise? Genau, also eigentlich sehe ich immer gerade in diesem Matchup die Chance, den Gegner zu überraschen. Leider ist mir das nicht gelungen gegen Tom, weil er genau dann das geahnt hat, was ich dann vorhatte. Also zum Beispiel eine Expansion zu spielen. Eigentlich ist der Ork ja sozusagen am Anfang gezwungen zu scouten mit seinen Wölfen. Und wenn er gerade an der richtigen Stelle ist, ist das anstrengender, als wenn er gerade mal zu einem falschen Punkt läuft und dann genau zum richtigen Punkt läuft. Dementsprechend hat er immer genau richtig gespielt, die Wege richtig gut abgepasst und ich hatte es dann wirklich sehr schwer. Deswegen, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich ihn irgendwie überraschen könnte. Ist mir nicht gelungen. Hat auf Last Refuge eigentlich vor, eine Expansion zu spielen, beziehungsweise halt mit Mercenaries zu arbeiten. Das hat nicht funktioniert. Dann ging es in so ein Game, in das ich überhaupt nicht geraten wollte, mit Rifleman. Ich merkte, dass er da einfach ja, abgezockt ist. Man merkt einfach, der Junge hat 50 Minuten Spiele jeden Tag pro Stück. Weil so wie er spielt, das ist schon echt sehr anstrengend gegen zu spielen. Er macht super. Respekt an ihm. Ich habe echt, boah, bin fertig jetzt. Ich könnte eigentlich so mir so einen Pool aufbauen und in so ein kaltes Becken springen. So fühle ich mich gerade. Aber es hat gereicht und darüber bin ich sehr froh. Ja, das kannst du ja gleich gönnen. Eine Frage habe ich noch für dich. Und zwar, wie du vielleicht weißt, wir haben eine ESL Warcraft 3 Meisterschafts-Playlist auf Spotify. Und jeder Sieger darf und muss nach jedem Sieg ein Lied in die Playlist hinzufügen. Also, Leon. Ja, Imagine Dragons Warriors. Das passt auf jeden Fall zum heutigen Spiel. Das kriegst du drauf. 100% kommt das auf die Playlist. Dann müssen wir natürlich noch, ich muss noch zwei Sachen fragen. Nächster Spieltag, Runde 2, da geht's gegen Shocky. Wie siehst du da deine Chancen, um mal vielleicht das Statement schon so ein bisschen vorwegzunehmen? Ich sehe meine Chancen ganz gut, weil ich mich gegen Undead ganz gut fühle zurzeit. Dennoch weiß ich, dass Shocky auch immer wieder Überraschungen parat hat und versucht wird, mich zu überraschen. Ich werde da auf jeden Fall viel dafür trainieren. Ich sehe mich da auf jeden Fall auf einer guten Seite. Trotzdem, ich spiele gegen Undead, da kann alles passieren. Das ist halt auf diesem Niveau einfach, das merke ich immer wieder, wie schnell das dann doch auch in andere Richtungen gehen kann. Und da will ich es auch in dem Mal jetzt nicht schon vorprophezeien, dass es nicht funktionieren wird. Aber ich glaube, diesmal fühle ich mich gut. Ich sehe gute Chancen da und bin auf jeden Fall fit.
Sehr schön. Du hast gerade so schön erklärt, warum du die Games gewonnen hast und was da gut lief und was da schlecht lief. Wenn die Leute jetzt mehr von deinen Erklärungen haben wollen und nicht genug davon kriegen, wo können die denn deinen Content finden? Leo, deine Übergänge sind erste Sahne. Ja, es gibt ein YouTube-Video, wo ich jetzt immer wöchentlich, jetzt gerade habe ich gerade ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt auch die Woche kommt wieder Content rein. Mein YouTube-Channel, Follow Leon, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen Human zu lernen und die Strategien herauszuarbeiten und Creep-Routen zu lernen, dann seid ihr bei meinem Channel richtig. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut, einen Subscribe da lasst und mich da unterstützt. Ansonsten, ja, wünsche ich euch heute Abend noch richtig schönen Tag. Grüße auch an alle, die mich unterstützen. Auch danke an Back to Warcraft und auch da bitte ein Follow und Subscribe lassen. Die Szene ist super. Danke für all eure Liebe. Seht mal, wie ihr fleißig für mich cheert. Also vielen, vielen Dank und habt noch einen schönen Abend. Hey Hanky und so. Alle tschüss. Lasst euch grüßen. Bis zum nächsten Tag. Wir sind froh, dass du wieder dabei bist, Leon. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Jo, der hat sich jetzt erstmal eine Pause verdient, ne? Ja, ob er sich jetzt ein Käffchen gönnt, dafür vielleicht ein bisschen spät, oder ein McDonald's Happy Meal, hat auf jeden Fall Grund, glücklich zu sein. Mann, was eine Performance, Mann, was ein Comeback. Das zweite krasse Comeback an nur einem Spieltag. Ja. Wir sind ja echt verwöhnt dieses Jahr. Wirklich, es geht gut los hier in der Meisterschaft. Nicht nur Leon braucht eine Pause, auch wir. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Genau wie dieses schöne, schöne Spiel. Wir haben noch zwei Games für euch und das ist der doppelte Hank. Erst geht's gegen Shocky, dann geht's gegen X-Lord. Der erste Debütant hat schon Punkte geholt. Wie sieht's bei Hank aus? Das alles finden wir raus in 2 Minuten oder ein paar mehr Minuten, weil wir müssen natürlich auch von dem zweiten Debütanten hören. Hank, wie siehst du deine Chancen heute am ersten Spieltag in deinem Debüt? Ja, moin. Heute spiele ich gegen Shocker. Shocker ist halt ein sehr guter UD-Spieler. Heutzutage spielt er sehr gerne 4-on-4 statt 1-vs-1, aber dennoch denke ich, dass er der klare Favorit ist. Da er immer noch sehr gut ist, hat sehr starkes Micro. Ist Ork gegen UD ist das Matchup. So, ich fand das Matchup damals cooler, aber naja, was will man da machen, außer auf den Patch warten und ja. Ich denke, mein Tipp wäre 2-1 für ihn. Aber nichtsdestotrotz probiere ich mein Bestes zu geben und ja, mal gucken, was so kommt, ne?